Guten Abend. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde der seichten, sagen wir mal, oder ich nenne es mal, seichten Let's Play-Unterhaltung. Ist ja eigentlich dasselbe. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Pokémon Rot Edition hier bei Derchu TV. Letzte Folge sind wir durch diese tolle, berühmt-berüchtigte Route 9 gelaufen. Und nun sind wir auf Route 10 und ich brauche ein Pokémon, was Blitz kann. Ja, da haben wir schon eins. Ein wildes Voltoball. Ne? Da kann Ibitak sehr gut helfen als Non. Als, sagen wir mal, nicht als Non. Oh, naja, das kann doch nicht helfen. Als Nicht-Freund des Elektro-Pokémons, so wollte ich das sagen. Als Non-Freund. Nicht-Freund, Non-Freund, wie auch immer. Und, ja. So schaut's nun aus. Müssen wir einfach mal wieder ein bisschen gucken. Na, da haben wir ja wieder eins. So. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt überlebt. Oh, ja. Sieht gut aus. So, jetzt werfen wir mal... Haben wir überhaupt Pokebälle? Ja, guck, 9 Stück haben wir sogar. So. Was zum... Das gibt's doch nicht. Ja, hauen wir nochmal einen Schnabel drauf. Gucken, ob es dann funktioniert. Und schon wieder ein Volltreffer. Zu viel Volltreffer. Ja, das wird jetzt wohl wahrscheinlich der goldene... Doch nicht. Naja. Ja. So sieht es aus. Oh, Level 31. Ja, ist auch was Besonderes. So, suchen wir mal ein bisschen schneller. Da haben wir es ja schon. Das war schnell, nenne ich mal einfach so. So, das müsste jetzt reichen. Na, geht doch. Jetzt nur noch hoffen, dass es Blitz kann. Bills PC wurde es übertragen und wie es der Zufall erlaubt, hier steht ein Pokémon Center. Ja, so schaut's aus. So. Ich habe ein nutzloses Nugget für 5000 bekommen. Ja, so muss es auch sein. So. Was wir jetzt nicht mehr brauchen, ist wahrscheinlich Myrapla. Das haben wir ja noch bei uns im Team. Da ist es. Kann ja leider kein Blitz lernen. Und nehmen dann Voltoball mit. Mal gucken, ob es Blitz kann. Wenn es kein Blitz kann, haben wir Pech gehabt. Wenn es Blitz kann, haben wir Glück gehabt. Es kann Blitz. Da. So einfach geht das. Tja, und damit wäre die heutige Folge auch vorbei. Nein, natürlich nicht. Die heutige Folge geht jetzt erst richtig los. Wir durchqueren den Felstunnel. Und... freuen wir uns drauf auf den Felstunnel, der natürlich ansteht. Des Weiteren will ich dadurch dann ein bisschen Smetbo und Glutexo ein bisschen trainieren. Pikachu bleibt außen vor erstmal, weil, ja, ich sag mal so, Pikachu in der Höhle eigentlich zusammen ungeeignet sind, auch wenn da Zubats erscheinen. Aber wir haben ja natürlich auch unser Smetbo mit Konfusion. Das müsste wahrscheinlich dann auch noch irgendwie reichen. So. Dann hauen wir das mal weg. Ah, guck mal, wenn ich schon geradewegs über Pikachu rede. Donnerblitz. Das ist nicht gut. Kann Pikachu schneller angreifen. Aber die Konfusion macht Pikachu weg. So, Pipi. Pipi muss ich nicht. Aber dafür kämpft Glutexo gegen Pipi. Ja, wollte ja auch Pipi haben. Boah, beim Mondberg keins getroffen. Beziehungsweise keins gefangen. Oh, Gott sei Dank. Das ist kein Gesang, das ist nur Heuler. Wie es rumheult, dieses olle Ding. Ja, so muss es auch sein. So.
Ja, doch, leider, schon wieder. So, dann nehmen wir mal einen Paraheiler, als wäre nie was gewesen. Und gehen gespannt in Richtung Felstunnel. Ja, deswegen brauche ich unbedingt ein Pokémon mit Blitz, weil es stockdunkel ist. Dunkel. Deswegen Voltoball, Blitz. Da haben wir es. So. Blitz ist gewährt, aber kein schneller Blitz. Und apropos Blitz, hier ist schon der erste Trainer. Und das sind ja auch am meisten hier so Pfadfinder, Wanderer und ein Pokémaniac, sprich ein Pokémon-Nerd. Mitragossus und hätte Pikachu auch keine Chance gehabt, auch wenn es Ruckzuck-Keep und so gekonnt hätte. Das wäre auch nicht so schön gewesen. Oh, Knochenkeule. Wir haben noch Psystrahl, was mir noch eingefallen ist. Ne? Hat ja letzte Woche Smetbo gelernt, Psystrahl. So, Fleckmon. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Chance für Pikachu, weil es auch ein Wasser-Pokémon ist. Neben einem Psycho-Pokémon ist Fleckmon auch ein Wasser-Pokémon. Deswegen könnten wir auch uns verklicken, vertippen, wie auch immer. Und jetzt ist Donnerblitz. Ah, guck mal, Ruckzuck ist blockiert. Ja gut, dann kann ich Donnerblitz ja noch einsetzen. So einfach ist das. Ne? Und so einfach kann das gehen. So, Game Over. Ja, für den Pokémaniac ist Game Over, für uns noch lange nicht. Dafür müssen erstmal alle 6 Pokémon besiegt sein. So, das erste Pokémon ist natürlich... Oh, Macholo. Haben wir das nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe das noch nicht. Aber würde durch eine einfache Konfusion ins Gras beißen. So einfach ist das. So, weiter geht's. So, der nächste. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein Pokémaniac. Ja, so schaut's aus. Sieht eher so aus wie ein Rocker im Arztkittel. Auch genannt Pokémaniac. So, machen wir das mal mit Smetbo. Auch wenn das Psycho-Käfer und hier Käferwasser ist. Das wird lange dauern. Das wird lange dauern, deswegen wechsle ich mal im Fluge zu Pikachu. So. Und mal wieder Donnerblitz. Und hat natürlich geholfen. So kann man das sagen. Oh, ist erschöpft. Nur nach einem Pokémon. Nach einem Pokémon geht's weiter. Und da haben wir das erste Zubat. Level 16. Ein bisschen magere Ausbeute heute. Ich hatte gedacht, irgendwie kommen mehr Pokémon. Mehr wilde Pokémon als sonst. Ja. So, hier gibt's ein Item, weiß ich ganz genau. Nein, doch nicht. Aber dafür kriegen wir noch mehr Pokémon. Zum Beispiel Zubat. Ja. Damals, als ich das erste Mal so gesehen habe, habe ich gedacht, wo sind die Augen hin? Aber als ich dann ja natürlich noch den Anime gesehen habe, als ich das erste Mal Zubat in dem Anime, in der Anime-Folge gesehen habe von Pokémon, da habe ich mir gedacht, ach so, als Golbat hat es ja richtige Augen gekriegt. Ne? Und X-Bat kann sich jetzt auch weiterentwickeln. Wenn ihr nicht wisst, wie sich Golbat zu X-Bat entwickelt, liegt einfach daran, es muss sehr fröhlich sein hier bei den Editionen. Aber wir kommen erst dann dazu, wenn wir dann die Edition wechseln. Also sprich, wenn wir dann die Pokémon wenn ich dann hier fertig bin nach 8 Orden. Ich werde direkt weitermachen mit 8 Orden, mit einer neuen Staffel Pokémon, mit einer neuen Edition. Ganz einfach. So, jetzt habe ich nicht drauf geguckt. Doch, habe ich. Und Bisasam ist jetzt dran. So einfach kann das gehen. Nochmal. So, damit ist auch Dingens weg. Die Pfadfinderin, die erste Pfadfinderin heute hier. Wie ja gesagt, Pfadfinder, Pokémaniacs, Wanderer sind auch dabei. Und das mit guten, starken Pokémon, muss man eigentlich sagen. Wieder ein Pokémaniac. Oh, ein Glumanda. Na, 10 Level Unterschied schon. Also, das wird immer knapper. Knapper. Oh, Blut. Das wird
doch nicht plötzlich. So. 306. So, dann kommen wir wieder zum Tragosso. Bleiben wir mal da drauf. Weiterhin. So, Psystrahl. Wir müssen uns ja keine Sorgen machen, das muss ich mir ja jetzt schon so sagen. Pokémaniac wäre auch besiegt. So weit, so gut. Kann man nur sagen, ne? Für mich. So. Können natürlich oben oder links gehen. Wir gehen hier links, weil wir hier einen Wanderer haben. Aber vor dem Wanderer gibt es noch ein wildes Macholo, das ich jetzt mal versuche zu fangen. Und zwar nämlich folgendermaßen, indem ich jetzt mal einfach mal Schlafkugel einsetze. Das ist keine Wirkung. Das ist nicht gut. Nur Volltreffer. So. Macholo schläft jetzt. Und wir nehmen uns dann einen Pokéball. Na, klappt nicht so doll. Ist wieder aufgewacht. Schmeißen wir mal so einen Pokéball. Das, glaube ich, bricht auch sofort aus. Das ist ein bisschen lustig, ne? Schläfst du es ein? Wirfst einen Ball? Nix, ich will raus. Wacht's auf, wirfst einen Ball drin. Ja, aber wie schon gesagt, wie es ja natürlich auch immer wieder von den Leuten hier drin geheißen hat und heißen tut immer noch, war jetzt auch gerade kein richtiges Deutsch, aber scheiß drauf, heißt es natürlich, ja, immer vorher schwächen. So, jetzt kommt der erste Wanderer hier. Wir werden ja, glaube ich, noch auf noch einen Wanderer aufstoßen. Aufstoßen werden wir hier nichts, aber was soll's. Mit Schmalzlocke Kleinstein. So, weiter geht's. Oh, Kleinstein ist direkt verwirrt und knallt sich selbst eine. So richtig so. Wer so eine Schmalzfrisur hat, das sieht da oben aus wie so eine Schmalzlocke. Wie so eine Frisur. Schmalzlocke will ich nicht sagen, aber Frisur. Was, das war schon? Das war langweilig. So. Und dann hätten wir Wanderer Nummer 2. Also egal wo, ich wäre gegen einen Wanderer angetreten. Naja. Typisch Pokémon, ne? Aber der hat ein Kampf-Pokémon dabei. Der andere Wanderer hatte ja ein Gestein-Pokémon. Das ist wieder mal ein deutlicher Unterschied. Und der hat sogar... Oh, Level 33 fürs Madbo. Oh, eine tolle Sache. Guck mal, der hat sogar zwei Pokémon. Ja, bleiben wir dabei. Zu Onix. So. Und das war es auch. So. Ich weiß, dass ich gut bin. Das muss man mir nicht unter die Nase reiben. So. Dann kämpfen wir wieder gegen Wanderer. Ich sag ja, viele Wanderer sind hier drin. Auch Pfadfinder und natürlich Pokémaniacs. So muss man das natürlich auch sehen. Und... Psystrahl ein. So. Macholo. Klar. So. Jetzt kommt nochmal Glutexo wieder zum Einsatz. Was natürlich auch wieder sein muss. Und schaffen wir mal mit Glut. Ja. Was auch nicht so läuft. Wieder Kleinstein. Da wechseln wir zurück aufs Madbo. Madbo bräuchte mal langsam einen Trank. Müssen wir mal kurz... Oh, sieht nicht gut aus. Schon über 50 Kraftpunkte verloren. Aber Madbo ist tapfer. Kämpft bis zum bitteren Ende. Ist auch ein starkes Viech, sag ich mal so. Also ich werde es ja nicht direkt für ein anderes Pokémon rausschmeißen. Muss ja natürlich nicht sein. So. Kommen wir jetzt auch zu den anderen Pokémon. Wieder zu Zubat zum Beispiel. Die auch wieder einfach zu besiegen sind, obwohl ich das Viech auch noch nicht habe. Können ja natürlich einen Pokéball rausschmeißen, ne? Tja. Ist ja Schnuppe. So.
Konfusion ist auch bald alle. Was soll ich machen? Oh mein Gott, was soll er machen? Naja. So. Kommen wir dann zum nächsten. So, Wanderer. Ist wieder dabei. Wieder ein Onyx. Onyx. Ne, Onyx ist doch mal so ein Sender, oder nicht? Aber war anders geschrieben wie O-N-E-X. Ich glaube mit Y sogar noch. Onyx. Onyx TV. War ja mal so ein Musiksender. Ja, war ein toller Musiksender, muss man so sagen. Ja. Meine Meinung. Wurde dann durch das Programm Terra Nova ersetzt, ein Dokumentationssender. Auch so ein bisschen langweilig war. Deswegen hat er da auch keinen Erfolg, ne? Naja, muss auch nicht sein. Naja. So, oh, guck mal, Level 34. Wenn Smetbo Level 35 ist, sag ich mal so, dann wechsle ich mit Glutexo. Ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Ne? Ich weiß es auch nicht, tut mir leid. Immer nur der Nase nach. Ja. So, wieder eine. Also diese Etage ist nur voll mit Wanderern, die sich verlaufen haben. Ja, verlaufen. Ist auch scheißegal. Ne? Man muss es ja nicht so sehen. So, Georock. Oh, das erste Mal, dass wir auf einen Georock treffen. Es hat ja normal eigentlich vier Arme. Ne? Guckt euch jetzt mal dieses Georock genau an. Es hätte eigentlich... Nee, Quatsch, doch, oder? Ich weiß es nicht. Vier Arme, nee. Nein, nein, nein. Ich labere gerade, glaube ich, puren Scheiß mit vier Armen. Ja, weil ich ja jetzt euch, irgendwas sagen wollte. Ne, nee, nochmal. Also, jetzt. Georock sollte gleich, glaube ich, keine vier Arme haben, ne? Ich meinte nur, das sieht da so aus, als würde das Ding schweben oder so. Ich labere auch geradewegs ein bisschen dummes Zeug. Deswegen, einfach mal ignorieren. Also das, was ich gerade eben zu Georock gesagt habe. Heftige Diskussion. Was? Georock soll vier Arme haben? Das sieht manchmal für mich so aus. Ich glaube, das sollte, glaube ich, auch vier Arme haben, oder nicht? Ne? Ja, es sollte... Nee, Quatsch. Ja, viele haben gemeint, es wären vier Arme. Ich glaub's nicht, ey. Was ist mit mir heute los? Naja. Aber es wird wohl wahrscheinlich doch nicht so sein mit vier Armen. Ja. Naja. Weiter geht's. Hier sind, glaube ich, jetzt auch Items. Items, wie auch immer. Ja. Na. Na, flüchten auch jetzt mal vor Pokémon aus. Muss jetzt auch nicht immer wieder sein, dass wir jetzt hier irgendwie was machen. Nix. Doof. Ah, eine Trainerin. So wie es ausschaut, wahrscheinlich eine Pfadfinderin, genau. Eine Pfadfinderin möchte kämpfen. Und sie setzt ein in der linken Ecke. Ein Bommelhof. Bommelhof aussieht. Ich weiß, Pummeluff kann man auch ab und zu mal lustig aussehen, so wie jetzt in diesem Fall hier. Und Schlafpuder wird blockiert. Oh mein Gott, Schlafpuder, nein! So, Taubsi kommt auch noch dran. Das übernimmt dann mal Glutexo. Das muss auch mal sein. Glutexo muss heute auch mal zum Einsatz kommen. Die anderen Pokémon kommen heute sowieso, glaube ich, nicht mehr zum Einsatz. Außer wenn ich dann gegen meinen Rivalen kämpfe. Gegen Gary. Das wird wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge passieren. Denn diese ganze Folge widme ich heute dem Felstunnel. Ja, also das heißt, wir gehen heute den kompletten Felstunnel durch, bis wir draußen sind. Ja, also könnte das heute mal ausnahmsweise mal länger als eine halbe Stunde dauern. Sie ist jetzt auch weg. Und Glutexo erreicht auch Level 32. Das heißt auch, Smetbo schon 34.
42 Poké-Dollar hebe ich noch auf, dank Zahltag von Mauzi. So. Ach, guck mal, Kleinstein. Da können wir mal kurz Konfusion wegmachen, Confusion. Zack, weg. Wie schon gesagt, Level 35, dann wird groß getauscht. Kommen wir wieder zu einem Zubat, Level 16. Ja, ich sag ja, viele Pokémon, viele Trainer, das wird heute eine... Was? Wow. Das ist mal was Neues. Einmal daneben. Sieht nicht gut aus fürs Medbo in Sachen Angriffspunkte. Aber ein Top Aether hätten wir noch. Setzen wir jetzt einfach mal dafür ein, zur Sicherheit, weil... Giftpuder okay, aber mit was soll dann Smetbo angreifen? Verzweifler? Ich kann nicht blinken! Ich kann nicht! Das muss nicht sein. Muss nicht sein. So, 138 EP. Weiter geht's. Kleinstein, Schmalzfrisur. So. Zack. Volltreffer. So. Die Trainerin hätten wir besiegt. Dann kommen wir wieder zu einem Wanderer. Huch, du kannst mich nicht besiegen. Aller geschrieben, stand da nicht. Ja. Große Klappe, nix dahinter. Typisch Wanderer. Nein. Ich meine, Wanderer bei Pokémon. Ne? Ich will mich jetzt nicht hier... Ich will jetzt hier nicht wieder Scheiße labern wie bei Georock. Ja, muss nicht sein. Das muss nicht sein. Oh. Oh. Das hat ja geradewegs noch überlebt, das Kleinstein. Aber konnte nicht treffen. So, und jetzt kommen wir wieder zu unserem angeblichen beinlosen Georock. So, jetzt guckt euch nochmal Georock an, ne? Sieht ja dementsprechend anders aus als jetzt, ne? Hier kriegt's ja Beine, nur ich finde, die sehen aus wie Füße. Baldi, du bist ein Idiot. Ich meinte wie Hände. So. Weißt du, da versucht man einmal wieder was gerade zu biegen und dann biegt man es noch weiter. Oh Mann. Manchmal bin ich echt doof. So, und Smetbo wäre auch fertig. Ja, Smetbo ist anscheinend fertig mit den Nerven. Kann ich mir manchmal denken. So, wechseln wir mal. Kommt jetzt dann, kommt Diktri dann nach dahin. So, ich glaube, hier ist aber wenigstens ein Item. Mit vielen wilden Pokémon. Draußen wieder beschissenes Wetter. Also zur Aufzeichnungszeit, sage ich immer nur so. Ja, wenn ich nämlich aufzeichne, ist es nämlich dunkel. Und wenn ihr das guckt, wahrscheinlich auch. Oder ist es mitten in der Nacht. Ja, ist eigentlich dasselbe. Aber was auch immer. So. Irgendwo muss doch... Jetzt gehe ich mal hier ein bisschen schneller durch. Muss natürlich jetzt mal sein, hier ein bisschen schneller durchzugehen. Guck mal, wieder Macholo. Habe ich eigentlich schon Macholo gefangen? Ja, habe ich gefangen. Bisschen schneller durchgehen, aber bei den Trainern bleiben wir natürlich in normaler Geschwindigkeit. Ich schaue gerade auf die Zeit. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte ja natürlich sagen, bis zum bitteren Ende, also bis zum Ende des Felstunnels. Da haben wir wieder einen Pokémaniac. Ich will das wieder einen Schnelldurchgang machen, aber dann heißt es, ne, warum machst du mich Schnelldurchgang? Muss natürlich nicht immer sein. Ne? Nur wenn es möglich ist, dann mache ich's. So, und der Geowurf wurde blockiert. Das heißt, jetzt greife ich mit Schaufler an. Bis das Ding nicht Schlitzer kann, ist die Attacke doof. Kratzer. Da ist auch Schlitzer weg. Umgekehrt. Ne? So, wieder ein Fleckmon. Diesmal überlasse ich es aber Pikachu. Falls ich jetzt Pikachu angeklickt habe. Selbstverständlich. So. Hat er nur Fleckmons? Muss er Langeweile haben. Fleckmon. So, noch ein Fleckmon, ey. Ich glaub's auch wohl nicht. Dreimal Fleckmons. Hätte ich das gewusst, hätte ich Pikachu nach vorne gesetzt. Naja. Und somit ist dieser Pokémaniac auch Geschichte. Ich glaube, der letzte, bevor wir dann gleich draußen sind. So, weil das jetzt hier nämlich letzten Meter sind.
komm im Dunkeln bloß nicht zu nah. Wegen Grabschen oder was? So, eine Pfadfinderin mit einem Klofenster. Das schön sein. Ein Klofenster zu haben. Ja, ja. Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Giftpuder auch noch. So. Wechseln wir mal kurz von Pipi zu Diktri. Von Glutexo zu Pipi. Umgekehrt. Glutexo zu Diktri. Pipi. Ja, ja, Pipi. Bodyschlamm. Hallo, bitte. Und sogar Volltreffer. Ist auch mal was ganz Besonderes. Es war zu dunkel. Ja, ja, ja. Ich habe hier Blitz eingeschaltet. Hallo? So. Gegengift habe ich, Gott sei Dank, weil sonst wäre das das Ende für Glutexo gewesen. Und es sind ja noch gute 2-3 Trainer. Besitz Pokémon, lass uns kämpfen. Nein! Ich hätte gedacht, ich besitze keine Pokémon und wir kämpfen nicht. Das kann jetzt lange dauern. Das waren 5 Pokémon. Ich habe auch 5 kampffähige Pokémon. Eigentlich waren heute wieder alle zu sehen, ne? Anscheinend, ja. Glutexo, Smetbo, Diktri, Pikachu, Ibitak. Also, wisst ihr, alle 5 waren heute zu sehen. Sogar Voltubal war heute zu sehen, wie ich es gefangen habe. Somit hätte ich diesen Auftrag auch erfüllt. Also alle Pokémon, die ich dabei habe, waren heute auch zu sehen. Nicht? So. Auch mal was Feines. So. So, dann haben wir die Pfadfinderin nun auch besiegt. Ja, ich bin ein harter Brocken. Und da kommt noch ein harter Brocken. Aber ganz schnell, weil ich will unbedingt noch, bevor die 30 Minuten zu Ende sind, hier raus. Oh. Level 33. Na endlich! Schlitzer! Und Kratzer kommt weg. So. Auch nix. So. Schlitz! Und... Ah, Kleinstein, was brennt. Hab schon mal einen Stein brennen gesehen. So. Machen das jetzt mal ein bisschen in der Schnellfassung. Muss natürlich jetzt unbedingt sein. Ich weiß, tut mir leid. So. Aber bleiben auch noch ein bisschen hier. Oh. Fang! Fang, 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 fang. Also wenn man so einen Schnelldurchlauf macht, ne? Hey, hallo. Geht doch. Muss ein bisschen sauer erstmal werden, ne? Damit... Erstmal noch dann. Wir haben ja noch gute 2 Minuten, nicht mal mehr. Und dann nochmal. Das war's eigentlich, weil das ist schon der Ausgang. Ne? Und ich sehe, wir haben noch so knappe 90 Sekunden noch. Mach ich noch ein bisschen hier. Glutexo Level 34 wenigstens erreicht. Level 34. Guck mal, gleich ist schon Schlitzer wieder leer. 5 Stück noch. 4. So, Level 34, das müsste jetzt mal reichen. So, das war jetzt ein kurzer Schnelldurchlauf. Und wir sind durch. Ja, in 30 Minuten schafft man sowas, wenn man ein bisschen auch mal noch die Turbo-Taste dazu nimmt. Und für die, die es nicht gefallen hat, tut mir leid. Beim nächsten Mal dann halt nicht. Ne? Aber ein bisschen die Turbo-Taste hat auch eine wichtige Rolle hier, solange ich sie noch benutzen kann. Das war's von Let's Play Pokémon Rot für die heutige Folge. Der Felstunnel ist durchquert. Nächste Folge, wie schon gesagt, geht's dann so langsam Richtung Lavandia. Orden Nummer 4 steht vor der Tür in Prismania City. Bis wir da erst angekommen sind, wird's noch ein bisschen dauern. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal hier bei Dercho TV mit Let's Play Pokémon. Tschüss. Bevor ich's vergessen, abspeichern. Tschüss.